Hallo, liebe Zuhörer, wir haben uns heute hier zusammengetroffen als Partner, um Sie über ein wichtiges Thema zu informieren. Wir richten uns an Sie als Geschäftsführer, als Unternehmen, weil Sie einfach gerade einmal mehr in der Verantwortung stehen und vor besonderen Herausforderungen stehen. Nicht nur wegen Corona, sondern auch, wie der Fall Tönnies aktuell zeigt, weil Sie als Unternehmer immer wieder in die Verantwortung treten und auch der Frage sich stellen müssen, inwiefern Sie gegebenenfalls zivilrechtlich für etwas haften müssen, was als Schaden infolge Ihres Handelns passiert ist. Wir haben uns deswegen hier zusammen versammelt, einmal mit dem Fachanwalt für Steuerrecht und Spezialist für kleine und mittelständische Unternehmen, Sven Angerer von Angerer und Kollegen. Schönen guten Tag, Herr Angerer. Guten Tag. Und mit Peter Seibel auf der anderen Seite. Er ist Versicherungsexperte der SMK AG. Mein Name ist Christian Kleber. Ich bin leite die Unternehmenskommunikation der Connect Systemhaus AG. Wir drei kennen uns einfach über unsere Arbeit sehr eng zusammen und haben uns einfach dem Thema jetzt angenommen und möchten Sie hier in diesem Format darüber informieren. Herr Angerer, ich habe es eingeleitet. Es geht vor allem um zivilrechtliche Haftungsfragen und natürlich auch mögliche Absicherungen in dem Zusammenhang für die Unternehmer. Vielleicht können Sie mal kurz einleitend erklären, wann droht eine zivilrechtliche Haftung des Geschäftsführers der GmbH oder der GmbH und Co. KG überhaupt? Sehr gerne. Also grundsätzlich muss man sagen, die GmbH hat ja den Vorteil, dass niemand haftet, aber in Ausnahmefällen kann der Geschäftsführer eben in Anspruch genommen werden. Dabei unterscheiden wir im Wesentlichen zwei Bereiche. Einmal den ersten Bereich, die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der GmbH, wo er selbst tätig ist. Und der zweite große Bereich ist die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten, also außerhalb der GmbH. Bei dem ersten Bereich der Haftung des Geschäftsführers innerhalb der GmbH, also gegenüber der GmbH und den Gesellschaftern, kommt es immer darauf an, hat der Geschäftsführer sorgfaltspflichtwidrig gehandelt und ist dann die Möglichkeit der Haftung gegeben oder nicht. Das richtet sich zunächst nach dem Geschäftszweck der GmbH. Jede GmbH hat einen Geschäftszweck, ein Autohandel soll Autos verkaufen oder damit handeln. Bei unserer Rechtsanwalts GmbH gibt es zum Beispiel eben die Rechtsberatung und daraus ergibt sich auch ein Stück weit die Sorgfalt des Unternehmens. Einfach heißt das eigentlich, er muss die Interessen der Gesellschaft wahren. So einfach ist das. Und da kann er sich in der Regel auch von seinem Bauchgefühl leiten lassen, ist diese Entscheidung, die ich treffe, im Interesse der Gesellschaft oder ist sie das nicht? Es gibt allgemeine Aufgaben, die ein Geschäftsführer hat, die auch auf der Hand liegen. Er muss die Jahresabschlüsse rechtzeitig erstellen und den Gesellschaftern vorlegen. Er muss die Steuererklärungen rechtzeitig einreichen, wo es immer wieder Probleme gibt. Und das A und O ist die ordnungsgemäße Buchführung. Denn die Buchführung gibt Aussage über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft. Und wenn die nicht ordnungsgemäß ist, ist meistens das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich sehe es leider immer und immer wieder bei Krisenunternehmen, die ich berate, dass die Buchführung der letzten Monate tot ist, dass die Jahresabschlüsse nicht gemacht werden und dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wo das Unternehmen wann stand. Ein wichtiger Tipp von mir ist an alle Geschäftsführer, wenn er Entscheidungen trifft, um auch die Sorgfalt, die er angewendet hat, später nachvollziehen zu können. Der Geschäftsführer sollte, wenn er eine wichtige Entscheidung trifft, die Fakten, die ihm zugrunde lagen, dokumentieren und er sollte die Beweggründe, die er hatte, für diese Entscheidung dokumentieren. Wenn sich später eine Entscheidung als falsch herausstellt und dem Unternehmen ist ein Schaden entstanden, dann kann man aber anhand dieser Dokumentation eventuell nachvollziehen, dass zum damaligen Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wurde, es aus Sicht des Geschäftsführers nachvollziehbar war, sodass man sagen kann, er hat damals nicht falsch gehandelt. Das sind so die wesentlichen Kriterien. Bitte. Gibt es da eine gewisse Pflicht in der Form der Art der Dokumentation, wo ich das dokumentiere, wie ich das tue? Nein. Also es gibt keine bestimmte Schriftform, es gibt keine Textform. Es sollte eine Dokumentation sein, die dauerhaft sein und es sollte eine Dokumentation sein, auf die der Geschäftsführer auch dauerhaft Zugriff hat, auch vor dem Hintergrund, dass er vielleicht spontan hier von einer Gesellschafterversammlung einmal abgerufen werden könnte und dann, wenn es auf dem Dienst-PC hat, nicht mehr daran kommt. Ja? Es muss einfach eine dauerhafte Dokumentation sein, die man nachvollziehen kann. Ja? Können Sie das auch anhand von vielleicht mal einem konkreten Beispiel ein bisschen greifbarer machen? Ist ja oft sorgfaltsverletzt, Ordnung wahren, dann wird es ja auch, ja, sage ich mal, irgendwelche Grenzen geben, die schon mal fließend sind.
Wo beginnt das? Also gehen wir doch mal ganz konkret in die heutige Zeit ein, in die Corona-Krise. Wir hatten den Shutdown, vielen Unternehmen ist der Umsatz komplett weggebrochen. Hier sollte der Geschäftsführer dokumentieren, was hat er in dieser Zeit gemacht. Da können wir gleich auch im Einzelnen nochmal drauf eingehen. Hat er die Möglichkeiten genutzt, die im Moment zum Beispiel der Staat gibt? Hat er die Soforthilfe beantragt, wenn sie ihm zustand? Die ist nun ausgelaufen. Hat er die Überbrückungshilfe beantragt, die jetzt ansteht? Die kommen soll. Solche Dinge sollten dann dokumentiert werden. Oder er sollte dokumentieren, warum er das nicht getan hat. Hat er Steuerstundungen beantragt? Hat er Steuervorauszahlungen herabsetzen lassen? Solche Dinge sollten dokumentiert werden. Und wenn er es nicht getan hat, dokumentiert er wieder, aus welchen Argumenten er es nicht getan hat. Ja? Und können Sie dann sagen, weil Sie gerade schon Corona erwähnt haben, ob das momentan auch nach Ihrem Erleben oder Erfahren aktuell vielleicht nochmal eine besondere Relevanz hat mit der Haftungsfrage aufgrund von Corona? Ja, eindeutig ja. Denn Corona-Krise bedeutet für viele Unternehmen, dass sie in eine wirtschaftliche Krise kommen. Und in einer wirtschaftlichen Krise hat der Unternehmer immer besondere Pflichten. Er muss gegenüberstellen, habe ich außergerichtliche Möglichkeiten, das Unternehmen zu retten, oder muss ich gerichtliche Möglichkeiten bis zum schlimmsten Fall des Insolvenzantrages nutzen? Ja, hier rate ich immer, und das halte ich für ganz wichtig, ganz frühzeitig die Berater hinzuzuziehen. Das ist in erster Linie der Steuerberater und in zweiter Linie der Fachanwalt, der dann beraten kann, wie komme ich aus der Krise wieder heraus. Meine Erfahrung ist, dass die Leute viel zu spät an die Berater herangehen und die Leute oftmals vor mir sitzen und dann das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich auch nichts mehr machen kann. Also je früher die Leute und die Berater eingeschaltet werden, desto besser. Denn wir unterscheiden bei Krisen eigentlich drei Steps. Das ist erstmal die klassische strategische Krise, wo man merkt, das Geschäftsfeld funktioniert nicht mehr so. Das zweite ist die operative Krise, wo ich merke, der Umsatz bricht mir weg. Und das dritte ist die Liquiditätskrise, wo ich massiv sehe, ich kann meine Verbindlichkeiten nicht mehr decken. Wenn ich erst bei der dritten Krise anfange, meine Berater um mich zu sammeln, ist es zu spät. Weil dann kann ich nicht mehr gestalten, dann kann ich nur noch das Schlimmste verhindern. Und dann ist oftmals die Geschäftsführerhaftung auch nicht mehr zu verhindern. Also man sollte spätestens bei der operativen Krise, also wenn ich merke, die Umsätze brechen mir weg, die Berater hinzuziehen, in erster Linie immer den Steuerberater, kennt das Unternehmen am besten, um dann gestaltend eingreifen zu können. Ja, jetzt haben Sie viele Punkte genannt, vielleicht mal ganz konkret. Muss ich mir schon Gedanken machen, wenn ich einen dieser Punkte verletzt habe, oder geht es um eine Häufung solcher Verletzungen, oder ab wann beginnt es für mich wirklich kritisch zu werden? Beginnt das schon bei einer Vernachlässigung? Also es gibt keine, wir haben keine Addition von Haftungen. Ja? Jeder Einzelfall wird betrachtet. Wenn der Geschäftsführer dort einen gravierenden Fehler gemacht hat, kann er in die Haftung geraten. Das ist pro Schaden immer einzeln zu betrachten. Ja, es gibt also keine Addition, wo man sagt, wenn du fünf Fehler gemacht hast, dann beginnt die Haftung. Ja, jeder Fall wird einzeln betrachtet und auch jeder Fall einzeln betrachtet vor der Sorgfaltspflicht. Ja. Ich hatte eben gesagt, dass es zwei Bereiche gibt, wo der Geschäftsführer im Wesentlichen haften kann. Wir haben bis jetzt geredet im Wesentlichen über die Haftung gegenüber der GmbH. Ich wollte noch einmal kurz eingehen auf die Haftung gegenüber Dritten, nur damit wir es kurz erwähnt haben. Das sind klassisch die Fälle, wo die Lohnsteuer der Arbeitnehmer nicht abgeführt wird, wo die Umsatzsteuer nicht abgeführt wird, wo die Arbeitnehmeranteile an die Einzugsstellen nicht abgeführt werden. Da kann man nicht nur gegenüber der GmbH haften, sondern auch unmittelbar gegenüber Dritten. Auch hier mein Rat, schalten Sie Ihre Berater frühzeitig ein, denn auch da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, um das Schlimmste zu verhindern, auch wenn das Geld nicht reicht, um alles zu zahlen. Mein Hinweis noch, wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, das ist ganz wichtig, die Geschäftsführer haften gesamtschuldnerisch. Das heißt, wenn ein Geschäftsführer einen Fehler macht, kann auch der andere Geschäftsführer in Anspruch genommen werden, denn man hat eine gemeinsame Sorgfaltspflicht und auch eine gegenseitige Überwachungspflicht. Allein der Hinweis, dass der kaufmännische Geschäftsführer für den kaufmännischen Teil zuständig ist und der operative Geschäftsführer für das operative Geschäft, reicht in der Regel nicht. Vielen Dank soweit, Herr Angerer. Herr Seipel, jetzt sind Sie dabei, haben auch lange mitgehört. Für mich hört sich das an nach vielen Risiken, viel Dokumentationsarbeit. Ist das überhaupt absicherbar in der Form? Ja, das ist in der Tat so, dass es natürlich ein sehr defiziles Thema ist, wo Geschäftsführer
ja, durch ihre alltäglichen Pflichten ganz schnell und auch sehr häufig in Haftungssituationen kommen. Und ja, es ist ein Risiko, was man auslagern kann und was ein Geschäftsführer auch unbedingt auslagern sollte. Denn wir sprechen hier, wenn solche Dinge geschehen, passieren, Ansprüche gegen Geschäftsführer wirklich auch durchgezogen werden, in der Regel über Summen, die sich keiner einfach so ans Bein binden möchte. Am langen Ende, das ist ja das, was wir einfach auch immer im Hintergrund sehen sollten, am langen Ende muss der Geschäftsführer für seine Fehler selbstständig gerade stehen. Das heißt, mit seinem Privatvermögen haften. Das tut er immer. Und an der Stelle ist der Versicherungsschutz im Rahmen der D&O-Versicherung, also der sogenannten Managerhaftung, eigentlich ein wirksames Instrument, um einen Geschäftsführer ordentlich vor diesen Risiken zu schützen. Ja, das ist für mich immer natürlich auch eine Frage der Abwägung des Risikos und der Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch irgendwann eintritt. Herr Angerer, gerade weil, wenn man hört, der Versicherer möchte einen versichern, das klingt erstmal logisch, aber können Sie vielleicht sagen, wie oft tritt denn überhaupt sowas ein, dass wirklich am Ende einer zivilrechtlich haften muss? Passiert das einmal in 10.000 Fällen? Ist das häufiger der Fall? Vielleicht sogar zunehmend? Wie riskant ist es denn wirklich? Das kommt sehr oft vor, denn wenn das Unternehmen in die Krise gerät, muss ja einer schuld sein. Wenn dann das Unternehmen auch in Insolvenz gerät, dann wird automatisch, sei es von den Gesellschaftern oder von den Dritten, der Schuldige gesucht, der den Schaden begleichen muss. Und da kann eine solche D&O-Versicherung sehr, sehr hilfreich für den Geschäftsführer sein, wenn es dann insbesondere um Beträge geht, die er selber nicht stemmen kann. Im Übrigen kann eine solche D&O-Versicherung auch im Alltag eine gewisse Last nehmen, weil man weiß, wenn man wider Erwarten einen Fehler gemacht hat, ist man nicht sofort haus- und hoflos. Das ist ganz wichtig. Ich hatte eben gesagt, wir haben zwei große Bereiche, die der Geschäftsführerhaftung unterliegen. Einmal gegenüber der Gesellschaft und das andere Mal gegenüber Dritten. Wichtig ist bei der D&O-Versicherung, dass beide Bereiche abgedeckt sind. Denn Versicherungsnehmer der D&O-Versicherung ist in der Regel die GmbH selbst, also der Versicherungsnehmer. Wir müssen also den ungewöhnlichen Fall abdecken, dass der Versicherungsnehmer selbst, wenn er einen Schaden erleidet, von der Versicherung erfasst ist. Okay. Genau. Wenn es dann jetzt zum Schaden kommt, wollen Sie noch was ergänzend sagen, Herr Seibel? Ja, das ist ein sehr interessantes Thema und es zeigt eigentlich auch die Relevanz, wie gut ein Bedingungswerk sein muss, was hinter so einer D&O-Deckung eigentlich steht. Denn D&O-Versicherer gibt es ja viele, viele Manager, viele Geschäftsführer haben auch in der Tat eine solche Versicherung. Aber die spannende Frage ist immer, was steht denn eigentlich im Bedingungswerk? Wie ist das denn eigentlich abbedingt worden? Bei der SMK AG haben wir uns sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt, auch mit diesen filigran detaillierten Aspekten und einfach Lösungen geschaffen, die für eine Vielzahl der Schadenfälle, die es in diesem Bereich gibt, wirksam greift. Es nützt ja nichts, ich will mal das Bild nutzen, wenn wir ein Schwert haben, aber das stumpf ist. Mit einem stumpfen Schwert können wir jemanden verletzen, aber da können wir nicht wirksam mit kämpfen. Wir brauchen also, um bei diesem Bild zu bleiben, wirklich ein scharfes Schwert und das haben wir halt eben durch unsere eigenen Wordings bei der SMK AG durchaus geschaffen, dass wir wirklich ein scharfes Schwert haben, mit dem man auch wirklich wirksam einen Geschäftsführer verteidigen kann. Denn vielleicht das kurz noch auszuführen, wir haben ja bei der Situation, bei der Haftungssituation immer zwei mögliche Fälle. Das eine ist, jemand wird in diese Haftungssituation hineingestellt als Geschäftsführer und dann geht es darum zu schauen, ob dieser Anspruch überhaupt berechtigt ist, ob man ihm das wirklich anlassen kann, ob es sich um eine Sorgfaltspflichtverletzung wirklich am langen Ende handelt. Und der andere Aspekt ist ja der, dass man diese Sorgfaltspflicht nachweisen kann, dass ein Geschäftsführer diesen Fehler eingestehen muss und dann auch in der Haftung steht. Und beide Dinge müssen über eine D&O-Deckung richtig abgedeckt werden. Und nur dann wird ein Schuh draus. Tipp noch von mir.
Wichtig ist der Hinweis, wir können bei jeder Versicherung, sei es die DAO-Versicherung oder eine Autoversicherung, ist völlig egal, bei jeder Versicherung nur die fahrlässige Sorgfaltspflichtverletzung abdecken. Wer grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich handelt, kann natürlich von keiner Versicherung dieser Welt den Ersatz des Schadens verlangen. Das ist aber, glaube ich, denklogisch. Ich spreche das deshalb an, weil fast jeder Geschäftsführer heute einen Anstellungsvertrag hat. Und ich rate immer an, wer eine DNO-Versicherung abschließt, möge doch bitte in seinen Anstellungsvertrag schauen, denn oftmals steht im Anstellungsvertrag, dass die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist. Dann muss der Geschäftsführer den Schaden gegenüber der Gesellschaft nicht ersetzen. Die Gesellschaft zahlt eine DNO-Versicherung für Schäden, die niemals eintreten können. Auch in diesem Fall bitte, die DNO-Versicherung ist sinnvoll, aber in den Anstellungsvertrag schauen, ob der Versicherungsfall da schon vertraglich ausgeschlossen ist. Auch ein Punkt, den wir in unseren Bedingungswerken im Grunde so offen gestaltet haben, dass es eben sauber abbedingt werden kann und der Geschäftsführer an der Stelle wirklich einen breiten Schutz, ja, auf einen breiten Schutz zurückgreifen kann. Ja. Herr Seipel, Sie haben ja auch Einblick in die Schadensfälle dann, vermute ich mal. Können Sie mal mir eine Idee davon geben, von der Größenordnung von Schadenssummen, worüber wir da vielleicht im Durchschnitt oder in der Regel reden? Wo liegt das? Also das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es abhängig ist vom Haftungsfall, von der Unternehmensgröße. Üblicherweise bewegen wir uns am langen Ende sicherlich im Bereich der siebenstelligen Zahlen. Und wie ich das eben schon ausgeführt habe, geht es zunächst ja mal darum, den Geschäftsführer vor der Inanspruchnahme zu schützen. Deswegen soll er ja gerade, wie der Herr Angerer schon sagte, so früh wie möglich seinen Steuerberater, seinen Fachanwalt aufsuchen. Wir in unserem Wording ist es so geregelt, dass jeder Geschäftsführer den Anwalt seines Vertrauens, also den Herrn Angerer, sofort ansprechen kann, dafür Deckungsschutz hat. Und so schnell wie möglich. Sollte irgendwas um die Ecke kommen, sollte irgendetwas bekannt werden, sollte er das als Geschäftsführer sofort tun. Und damit wird natürlich zunächst mal der Schadenanspruch abgewehrt. Wenn wir über Schadenssummen sprechen, dann ist das als möglicher Schadenwert auch immer in der Regel der Streitwert, über den sich eben die Rechtsberatungskosten bewegen und woran die Rechtsberatungskosten anhängig sind. Und ich sage jetzt mal, wenn wir über eine Schadenhöhe von 1 Million Euro sprechen, Herr Angerer, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke mal, für so einen Sachverhalt müsste man auch mit mindestens 100.000 Euro Anwaltshonoraren, Rechtsanwaltskosten bzw. Gerichtskosten rechnen, die da über die Zeit zusammenkommen können. Und auch da ist es wichtig, wie ist denn so eine Deckung eigentlich aufgebaut? Wird die Versicherungssumme hier möglicherweise 1 Million Euro einmal gezahlt und davon müssten dann auch die Rechtsanwaltskosten getragen werden? Oder erlaubt die Deckung das on top nochmal oben drauf zu setzen? Also auch da gibt es durchaus Unterschiede und deswegen ist es so wichtig, das Bedingungswerk zu prüfen. Aber um die Frage noch ganz kurz nochmal zu beantworten, Schadenhöhen in siebenstelliger Höhe sind eigentlich häufig zumindest im Raum stehend. Wenn ich dazu noch anmerken darf, ganz wichtig ist bei der DNO-Versicherung, dass diese nicht erst eintritt, wenn vor Gericht festgestellt wurde, dass der Schaden da ist und der Geschäftsführer dafür haftet. Die DNO-Versicherung sollte so ausgestaltet sein, dass auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche von der DNO-Versicherung mit abgedeckt wird. Denn der Geschäftsführer braucht einen Anwalt, möglicherweise müssen Sachverständige vor Gericht eingeschaltet werden. Von vornherein sollte da die DNO-Versicherung die Kosten übernehmen, auch wenn sich später herausstellt, dass gar kein Schaden entstanden ist oder dass der Geschäftsführer jedenfalls dafür nicht eintreten muss. Also für entstandene Schäden und für unberechtigte Schäden sollte die DNO-Versicherung da sein. Auch angesichts der Zeit würde ich sagen, fassen wir hier an der Stelle mal zusammen. Viele von Ihnen, die jetzt zuschauen werden, sich vielleicht fragen, okay, was bedeutet das jetzt für mich konkret? Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich denke, die beste Empfehlung wäre sicherlich im Nachgang, wenn Fragen aufkommen, einen von Ihnen beiden, Herr Angerer oder Herr Seipel, auch gerne direkt zu kontaktieren.
Wir können ja auch im Anschluss an das Video entsprechende Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Oder Sie nehmen eben über beide, über anderen Kollegen oder eben über die SMK zu Ihnen Kontakt auf. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben uns mit der zivilrechtlichen Haftung auseinandergesetzt. Wir haben festgestellt, ja, es besteht ein Risiko. Gerade in Zeiten von Corona ist es auch ein erhöhtes Risiko, weil man natürlich auch in eine wirtschaftlich ja, gefährliche Situation gerät. Ein wesentlicher Tipp war hier von Herrn Angerer das Dokumentieren, damit ich meine einzelnen Schritte nachhalten kann. Und wir haben festgestellt, ja, auch wenn viele Risiken bestehen, auch schon bei kleinen Sorgfaltsverletzungen besteht die Möglichkeit, sich abzusichern mit entsprechenden Versicherungen. Hier gilt es natürlich aber, diverse Punkte zu beachten, in welche Belange die Versicherung greift. Und ich denke, für weitere Fragen, korrigieren Sie mich oder ergänzen Sie noch was, Herr Angerer, Herr Seibel, würde ich vorschlagen, beenden wir hier das Format. Ich denke, wir haben viele gute Informationen weitergeben können und verweisen dann einfach auf den direkten Kontakt mit Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, denken Sie ans Dokumentieren und an die Prüfung des Bedingungswerkes. Das ist, sind die entscheidenden Aspekte. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und wenn Fragen sind, melden Sie sich gerne. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Danke, Herr Kleber. Ja, Wiederschauen.